Wenn Sie dieses Band sehen, werde ich bereits tot sein. Oder Hyde hat die Übermacht gewonnen. Und ich bete zu Gott, an den ich seit meiner Jugendtage nicht mehr glaube, dass dieses Ungeheuer vernichtet werden wird. Angefangen hat alles vor 2 Jahren. Die ausländischen Geldgeber für mein Projekt Good and Evil forderten endlich kommerziell verwertbare Ergebnisse meiner Forschungen zu sehen. Zwar hatte ich ein Präparat auf Basis E1705 entwickelt, doch die Versuche an Tieren waren kaum befriedigend. Sicher, das Aggressionsverhalten der Affen, an denen wir Good and Evil testeten, nahm in den ersten Wochen ab. Aber die Tiere entwickelten erstaunlich schnell eine Immunität gegen das Mittel und nahmen ihre alte, aggressive Verhaltensweise wieder auf. Meine Vermutung war, dass das Mittel ein menschliches Gehirn benötigte, um seine volle Wirkung entfalten zu können. Denn nur der Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. So begann ich, Versuche an mir selbst durchzuführen. Es folgte eine Zeit herber Rückschläge, temporäre Psychosen, Schizophrenien. Einige Kollegen, darunter mein alter Freund Dr. Lenin, verweigerten mir daraufhin die universitäre Unterstützung für mein Projekt, wenn sie nur geahnt hätten, wie nah Good and Evil vor seiner Vollendung stand. Nachdem ich an der Universität meinen Versuchen nicht weiter nachgehen konnte, verlagerte ich meine Tätigkeit in mein heimisches Labor. An E1705 kam ich über Verbindungen in Holland und gleich in der ersten Nacht gelang mir der Durchbruch. Das Böse wurde besiegt. In den ersten Tagen konnte ich mein Glück kaum fassen. Ich war wirklich ein besserer Mensch geworden. Streitigkeiten begegnete ich mit Gelassenheit. Gefühle wie Wut, Neid oder Hass lösten in mir geradezu körperliche Schmerzen aus. Eine neue Achtsamkeit trat in mein Leben. Menschen, Tiere, Pflanzen, alle Lebewesen waren mir gleich viel wert. Umgehend stellte ich meine Ernährung um. Ich verschenkte mein Auto. Der Klimawandel, das Fischsterben, die Lage der dritten Welt, für alles machte ich mich selbst persönlich verantwortlich. Gepeinigt von Schuld und einem schlechten Gewissen alles und jedem gegenüber, schlich ich durch den Tag. Nur in der Nacht war ich gereinigt und frei. Ich fühlte die Erhebung meiner Seele zu Gott. Gott, an den ich nie zuvor geglaubt hatte, wurde mir als die Verkörperung des perfekten Menschen bewusst. Doch am 6. Tag geschah eine Veränderung. Als ich vor den Spiegel in mein Badezimmer trat, blickte mir anstatt Henry Jekyll plötzlich Mr. Hyde entgegen. Meine Hände waren haarige Klauen, mein Rücken seltsam gebückt, mein Gesicht von einem entsetzlichen Grinsen entstellt. Und was war mit meinem moralischen Gewissen? Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, nach meinem veganen Frühstück sofort zur Obdachlosenhilfe zu eilen, um meinen Tag mit einer sozial engagierten Tätigkeit zu beginnen. Doch an diesem Tag spürte ich das unstillbare Verlangen nach dem Bösen in mir. Ich verbarg mein Gesicht vor den Angestellten, denen ich noch vor wenigen Tagen eine enorme Gehaltserhöhung versprochen hatte, und eilte in mein Arbeitszimmer. Dort spritzte ich mir E1705. Unglaubliche Krämpfe, die ich nicht kannte, durchzuckten meinen Leib. Ich lief ins Badezimmer und der Spiegel zeigte mir wieder das freundliche, gütige Gesicht Dr. Jekylls. Es war also alles nicht so schlimm. Zwar war nicht nur das Gute, sondern auch das Böse befreit worden und der Knoten, der beides zusammenhielt, war gelöst worden. Aber mit genügend E1705 im Haus konnte Dr. Jekyll seinen Plan zur Rettung der Welt weiter durchziehen. Aber das Drama nahm seinen Lauf. Die Dosis der Droge musste stetig erhöht werden. Meine Kontakte in Holland wurden geschnappt. Zwar schaffte ich es, so viel Kontrolle über Hyde zu erlangen, dass er bereit war, mir E1705 aus der Klinik zu besorgen, aber was für eine Enttäuschung! Das neue Salz verfehlte mehr und mehr seine Wirkung. Bald war eine Rückverwandlung nur noch unter allergrößten Schmerzen möglich und nur noch für wenige Stunden. Was dann folgt? Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss diese Aufzeichnung beenden. Halt! Er kommt! Halt! Halt! Ich spüre ihn! Halt! Er kommt!